Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir zusammen eine Slimline-Karte mit einem Digi-Stempel von The Paper Shelter. Ich bin übrigens im Design-Team und kriege die Digi-Stempel zur Verfügung gestellt und kann somit Inspirationskarten für euch basteln. Hier habe ich eine Stanze von Action, das ist eine Slimline-Stanze mit einem Briefmarkenrand. Dazu habe ich noch Aquarellpapier vom Action genommen. Das Ganze fixiere ich mit dem lila Tape und kurbel durch meine Stanz- und Prägemaschine. Da die Stanze so lang ist, muss ich das Ganze noch einmal versetzt kurbeln, damit die ganze Form ausgestanzt ist. Ich drehe mir das Ganze um, gucke, dass das alles sauber ist. Das hat gut geklappt. Im Set ist auch oder sind auch zwei Rechtecke, die man quasi als Schichten auf die Karte setzen kann. Ich verwende heute nur die größere und stanze mir quasi meine Mattung aus silbernem Spiegelkarton, klebe das mit lila Tape wieder auf, damit das Verrutschen zumindest vermindert wird. Leider ist mir beim Umsetzen der Stanze ein Fehler passiert und das ist halt nicht ganz sauber gerade gestanzt. Da ist jetzt eine Kante entstanden und die fand ich halt nicht so schön. Hab dann versucht zu gucken, ob ich das nachstanzen kann, aber ja, geht halt nicht. Ich habe mir halt mit meinem Hebelschneider beholfen, habe das Ganze zumindest gerade abgeschnitten. Das heißt, ich denke mal, mit dem bloßen Auge kann man es nicht erkennen. Ich habe mir aufgeschrieben oder ausgemessen, wie groß mein Designpapier sein muss. Das ist ja immer bei mir so 4 mm kürzer als die Mattung. Das ist halt dann Designpapier in Größe 19,1 x 8,7 cm. Und der Kartenrohling, den habe ich etwas kleiner als die Briefmarkenstanze zurecht ausgemessen. Das wäre 19,7 x 9,3 cm. Hier habe ich meinen großen Hebelschneider. Damit stanze ich oder schneide ich meinen Kartenrohling zu. Mit dem Trimmer von Tonic Studios falze ich mein Papier. Das mache ich gerne auf der Rückseite. Dann habe ich eine schöne Kante. Mit dem Falzbeil präge ich mir die Kante noch ein bisschen sauber. Das heißt, Papier zusammensetzen, Kante an Kante und dann das Ganze nachprägen. Hier gucke ich, dass das mit dem Kartenrolling von der Größe her auch passt. Ihr seht, die Briefmarkenumrandung ist etwas größer, aber das habe ich halt bewusst so gewählt, damit man halt davon später nicht viel sieht. Das heißt, der Kartenrolling selbst verschwindet so ein bisschen hinter der Karte. Für das Designpapier habe ich mir ein Druckerpapierstück zurechtgeschnitten. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich mit Papierresten in Form von Streifen oder was auch immer mein Designpapier fülle, habe dann aber beim Durchgehen meiner Weihnachtspapiere diese zwei gefunden und die haben mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, ich setze mir einfach mein Designpapier aus diesen beiden zurecht. Das etwas schlichte Papier habe ich in der Breite auf 8,7 cm zugeschnitten, habe dann gemessen, wie viel ich noch brauche. Und den Rest habe ich dann mit diesem Glitzerpapier vom Action auch wieder in 8,7 cm Breite quasi verdeckt. Ich behalte trotzdem mein Druckerpapier bei und klebe mein Designpapier oben drauf. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Hier färbe ich mir noch die Kanten mit dem Distress Pumiceton, das ist ein Grauton, ein. Und klebe das Ganze mit Klebestift auf mein Druckerpapier, denn ich möchte das später auch noch nähen. Auch den Rest, also das zweite Designpapier, wird Kante an Kante aufgeklebt und überlappt das Ganze noch ein bisschen. Hier habe ich ein Stück Washi-Tape dazu genommen, um den Übergang noch ein bisschen zu kaschieren, beziehungsweise ein bisschen noch weitere Struktur einzubringen. Dieses Washi-Tape klebt schon nicht mehr so dolle, deswegen muss ich hier mit Tesafilm ein bisschen nachhelfen. Die andere Seite war okay. Ich habe zu viel Washi-Tape, zu viele Designpapierreste oder allgemein Designpapier, also muss man das wieder benutzen. Ich gucke, wie ich das Ganze so ein bisschen platziere,
habe hier aus dem gleichen Stanzenset noch ein Rechteck mit Briefmarkenumrandung ausgesucht. Da passt mein Motiv super rein. Ich habe übrigens die Liegestempel vorher auf 47% reduziert, verkleinert. Das heißt, ihr könnt auch die Digi-Stempel auch der Größe eurer Karte anpassen oder wie, was ihr halt gerne habt zum Kolorieren. Manche mögen halt lieber ein großes Motiv. Ich bevorzuge kleinere. Das hat sich einfach mit den Jahren so ergeben. Ich habe mich entschieden, aus Karteikartenresten nochmal die gleiche Form dreimal zu stanzen, damit mein Motiv halt auch etwas stärker ist, dicker ist. Und die drei Schichten Karteikarte klebe ich dann auch zusammen mit Flüssigkleber. Den Liegestempel lasse ich erstmal so, wie er ist, denn der wird auch nochmal durchgenäht später mit der Nähmaschine. Und durch vier Schichten Papier kann ich nicht nähen. Das heißt, das belasse ich erstmal so. Hier hatte ich ein Action-Stanzenset ins Bild gehalten. Da sind auch kleine Briefmarken mit drin gewesen und die stanze ich jetzt auch dreimal. Einmal aus dem Designpapier, was wir schon benutzt haben. Und hier habe ich nochmal Tannenbäume. Das passte farblich sehr schön zusammen. Das stanze ich auch dann zweimal. Das Stanzenset ist so neu, das ist noch nicht mal eingetütet. Hier habe ich einen Wimpel genommen, auch aus einem Action-Set, und verwende hier ein Reststück Transparentpapier und stanze mir halt daraus einen Wimpel. Aus dem gleichen Set habe ich hier auch einen kleineren Wimpel und habe hier ein Designpapier-Reststück genommen. Und dieses kommt tatsächlich auch nicht zum Einsatz. Es passt eigentlich farblich irgendwie nicht so wirklich rein. Also hier dachte ich mir, okay, ich bleibe immerhin im Blaubereich. Aber dieses Hellblau und das Türkis, die haben einfach nicht miteinander harmoniert. Für den kleineren Wimpel male ich mir so eine Mattung hier direkt auf mein Schoko-Kusspapier auf, natürlich auf die Rückseite, schneide mir das Ganze von Hand zurecht und so habe ich eine Mattung ohne Prägung, ohne irgendwas, so wie ich das eigentlich auch mag. Hier färbe ich noch meinen Digi-Stempel am Rand mit dem Pumicestone Distress-Stempelkissen und mit dem Blending-Tool von Action. Ich muss sagen, ich komme damit ganz gut zurecht, aber er franzt leider so ein bisschen aus. Also das ist jetzt die gedummte Variante, also etwas abgerundete. Hier seht ihr ein altes Stempelset von Nelly Snellen. Da habe ich tatsächlich nur den Spruch von benutzt, und zwar den deutschen Frohe Weihnachten. Hier habe ich ein Reststück Karteikarte genommen und habe mit Versafine Onyx Black das Ganze gestempelt. Mir hat der Abdruck überhaupt nicht gefallen. Also habe ich mir gedacht, okay, machen wir das Ganze ein zweites Mal. Gleiches Prozedere. Irgendwie immer noch nicht so richtig. Dann habe ich tatsächlich auch Papier gewechselt. Ich habe 120er Grammatur Leinenpapier genommen, habe das da drauf versucht. Das war immer noch nicht gut, also habe ich dann meinen Stempel einfach einmal gereinigt. Wer, wie ich zum Beispiel, mit Feuchttüchern arbeitet, die hinterlassen ab und zu tatsächlich so ein bisschen Flusen. Deswegen immer mit Mikrofasertuch noch drüber gehen, dann funktioniert das besser. Und beim vierten Versuch ist es tatsächlich auch ein Abdruck, wo ich gesagt habe, ja, damit kann ich leben. Leider ist so ein kleiner Fehler, ich denke mal, auch im Stempel selbst schon mit drinne. Deswegen ist das I so ein bisschen, ja, nicht ganz, und das Frohe mit dem E ist auch nicht hundertprozentig, aber man kann drüber hinwegsehen. Das Ganze stanze ich mir auch noch mit den Gina K. Sentiment Strip Dies zurecht. Es gibt inzwischen von verschiedenen Herstellern verschiedene schmale Rechtecke, sage ich mal, für eure Sprüche.
Ich habe halt die und das, was ich habe, benutze ich. Und da muss ich auch sagen, je nachdem, welchen Spruch ihr verwendet, variiert ja auch die Höhe der Schrift. Und ja, müsst ihr einfach schauen, was ihr da habt als Alternative. Es muss ja nicht immer eins zu eins alles kopiert werden. Ihr könnt das benutzen, was ihr habt. Und mit der gleichen Stanze habe ich jetzt noch dreimal aus der Karteikarte mir einen Streifen zurechtgestanzt. Die klebe ich auch mit Flüssigkleber übereinander. Und die letzte Schicht ist halt dann der Spruch selbst. Damit ist auch das Leinpapier, was vorher nur so flimsiges 120 Gramm dünnes Papier war, auch schön stabil. Hier habe ich dann den Hintergrund für meinen Digi-Stempel. Auch die drei klebe ich einfach übereinander. Beschwere das Ganze, damit der Kleber halt auch richtig greifen kann. Und auch das Ganze sich dann hinterher nicht verfärbt. Oh, nicht verfärbt meine ich nicht wellt. Außerhalb der Kamera habe ich das Ganze noch genäht. Ich muss sagen, das mache ich inzwischen fast immer so. So kann ich ein bisschen von der Laufzeit des Videos reduzieren. Ich meine, die Videos, die ich mache, sind schon relativ lang. Ich möchte euch halt auch nicht unendlich hier aufhalten und langweilen. Was zum Beispiel jetzt gemacht wird, dass ich ziehe die Fäden nach hinten, weil ich es einfach persönlich nicht mag, dass die Fäden vorne rausschauen oder die Enden lose rausgucken. Deswegen verstecke ich die alle dahinter und klebe sie mit Tesafilm fest, damit die halt auch nicht wandern gehen und ich hinterher eine saubere, glatte Fläche habe zum Kleben. Bei den Briefmarken fand ich die Prägung von der Stanze in diesem Glitzerpapier einfach irgendwie nicht tief genug und habe dann das Ganze halt auch dann auch mit durchgenäht. Mit etwas Faden sieht das halt ein bisschen schicker aus. Hier färbe ich, also habt ihr ja gesehen, den Wimpel, das Designpapier habe ich gewechselt. Es hat einfach farblich nicht gepasst. Hier trage ich mein doppelseitiges Klebeband von Ideen mit Herz. Das ist halt das, was ich aktuell zu Hause habe. Und wie ich immer sage, benutzt das, was ihr habt. Sonst kaufe ich immer das vom Action. Nur wie gesagt, ich hatte jetzt im Moment das. Eine liebe Freundin hat mir das geschenkt und dann. Das, was ich, wie gesagt, habe, zu Hause habe, benutze ich. Da dieses Papier sage ich schon, dass dieser Kleber sehr kräftig klebt, der ist ideal geeignet für Boxen und Sachen, die halt sofort kleben müssen. Für solche Fälle wie hier auf Karten ist das ein bisschen problematisch. Wenn man mit Flüssigkleber da drüber geht, hat man so ein bisschen noch die Möglichkeit, das Ganze zu bewegen und zu justieren. Und deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Direkt mit diesem Kleber zu arbeiten, ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe aus einem Reststück Bäckertwein hier zwei Streifen zurechtgeschnitten. Hier löse ich noch einen Knoten und benutze das halt als Deko für meine Karte. Habe das Ganze einmal geknotet und die Enden verklebe ich mit Tesafilm auf der Rückseite. Das sieht hinterher keiner, aber es ist halt für mich stabil genug. Jetzt kommt auch der durchgenähte Digi-Stempel auf die vorher geklebten drei Schichten Papier. Das Ganze klebe ich hier einfach mit Flüssigkleber. Das geht relativ zügig und wenn man das hinterher noch mit einem Gewicht beschwert, klebt das auch dann flach auf. Hier habe ich dann gedacht, okay, hier kleben wir auf Spiegelkarton, wir machen das jetzt so ein bisschen mit Klebeband und mit Flüssigkleber. Da gehen wir auf die sichere Seite, dass das halt nicht mehr sich verschieben kann, weil der Spiegelkarton doch sehr glatt ist. Hier seht ihr auch schon ein Zaunstück mit im Bild. Ich habe auch einige von meinen Stanzen viermal gekurbelt, das heißt auch nicht vor der Kamera. Mir war jetzt beim Designpapier das linke Design einfach zu langweilig. Ich habe hier einen Hintergrundstempel von Action genommen, habe den mit Memento Landenvog eingefärbt, aber auch nur stellenweise und drücke gleich auch relativ wenig auf. Ich versuche das halt nur so an der Kante zu haben, damit das Designpapier halt ein bisschen Struktur bekommt. Man sieht es am Ende nicht mehr so dolle.
Aber es ist halt so meine Präferenz. Ich bevorzuge es halt, wenn etwas los ist auf der Karte. Zu langweilig mag ich es halt nicht. Von Viva Decor habe ich hier so einen Briefmarken-Weihnachtsstempel. Der ist auch aus einem Vintage- oder Steampunk-Weihnachtsset. Ist auch schon was älter. Ich habe das auf beiden Seiten gestempelt. Mit Versafine Onyx Black wieder. Wie immer hinterher alles sauber machen, zurückräumen, wo die Sachen hingehören, damit ihr hinterher nichts suchen müsst. Und jetzt wird so ein bisschen gespielt mit der Aufteilung. Wie hätte ich gerne meine Karte insgesamt? Und dann habe ich mir gedacht, ich finde das noch ein bisschen langweilig, zu leer. Und habe hier so eine alte Buchseite dazu genommen, habe mir dann halt ein Stück auf die Rückseite geklebt mit Flüssigkleber, so ein bisschen angerissen. Das war mir immer noch nicht genug, also habe ich auch noch Wellpappe in Weiß. Da habe ich mir ein Stück davon abgerissen besser gesagt, und auch noch geteilt. Man sieht ja am Ende eh nicht mehr viel davon, deswegen kann man das auch ruhig stückeln. Das habe ich jetzt auf der Rückseite mit Tesafilm festgeklebt. Und ein bisschen noch angerissen, damit das halt nicht zu weit übersteht. In der Mitte gleiche ich die Höhe so ein bisschen mit Pappe aus. Die wird einfach mit Flüssigkleber aufgeklebt. Und damit die Fläche etwas größer ist, habe ich dann das Ganze nochmal verstärkt. Also noch ein Stück Pappe obendrauf. Hier habe ich noch den Wimpel schon mit Tesafilm angeklebt, Flüssigkleber drauf und dann jetzt auf das Transparentpapier. Beim Transparentpapier kleben müsst ihr halt aufpassen, dass man das hinterher vorne nicht mehr erkennt. Das heißt, nur da Kleber auftragen in den Bereichen, die auch wirklich verdeckt sind. Das Ganze wieder mit Gewicht beschweren, dann kann der Kleber setzen. Aus dem letzten Stück Bäckertwein habe ich hier noch einen einfachen Knoten gesetzt oder um das Bäckertwein gewickelt. Und damit die losen Enden nicht aufribbeln und auseinandergehen, habe ich jeweils einen Knoten reingemacht und das Ganze dann noch mit der Schere gekürzt. Ja, und jetzt können wir mit den ganzen Stanzteilen, die ich vorher vorbereitet habe, spielen und gucken, wie wir das Ganze schichten. Hier habe ich auch noch die Briefmarken, die ich vorher gestanzt und genäht habe. Die werden so ein bisschen verteilt, der Spruch. Ja, und dann wird einfach drauf losgeklebt. Die linke Lampe irgendwie, ich glaube, die Kamera hat angehalten. Ich habe das schon aufgeklebt und beschwert, damit das halt der Kleber setzen kann. Die zweite Briefmarke wird mit Pappe verstärkt, damit sie halt auch eine etwas andere Höhe hat, bisschen sich vom Papier absetzen kann. Hier habe ich noch ein paar Stücke altes Papier. Also, ich sage ja immer, Wiederholung ist immer ganz angenehm fürs Auge. Die Ilex-Zweige sind von Magnolia. Die habe ich aus Leinenpapier vom Action gestanzt. In so einem, ja, Waldgrün, würde ich sagen, so einen dunklen Grünton. Hier habe ich ein Stück Faden genommen in Silber und habe das einfach um die Finger herum gewickelt und ja, platziere das so ein bisschen auf der Karte. Klebe halt die Schleife oder die Magnolia gestanzte Schleife darüber. Das Ganze wieder mit Gewicht beschweren. Auf der rechten Seite wird auch das Ganze, was ich da so geschichtet habe, wie Wellpappe, die Briefmarke, alles noch draufgeklebt. Auch hier für die Briefmarke benutze ich wieder etwas Pappe. Mir ist aufgefallen, dass der Stempelabdruck auf der rechten Seite verschmiert war. Und dann habe ich mir einfach damit beholfen, dass ich das Ganze mit einem Feuchttuch einfach weggewischt habe. Das ist halt dieses Glitzerpapier vom Action, das ist sehr erhaben und ja, es ist wie, als ob ihr embossed habt. Also das bleibt halt an der Stelle nicht drauf. Nur zwischen den Designs, das Weiße hat sich ein bisschen eingefärbt, aber ich finde das jetzt nicht störend. Ich bin froh, dass ich das überhaupt gemerkt habe. Für den Zaun habe ich hier auch noch ein Stück Buchseite genommen, auf der Rückseite noch ein bisschen angeklebt, damit
der Zaun halt auch sich ein bisschen vom Designpapier abhebt und als sowas, also als Zaunstück überhaupt zu erkennen ist. Die große Stehlampe ist relativ lang. Ich habe dann geguckt, ob das irgendwie stört, wenn man die Karte hinstellt oder allgemein. Ich glaube, es könnte Probleme geben beim Umschlag, dass das vielleicht nicht ganz reinpasst. Aber wenn man die Karte persönlich übergibt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Deswegen habe ich sie einfach in der Länge auch so gelassen. Ich verteile die Ilex-Zweige so ein bisschen. Eigentlich ist das ein Zweig aus drei, habt ihr ja gerade gesehen. Den habe ich tatsächlich auseinandergeschnitten und habe dann überall so ein paar Ilex-Zweige gesetzt. Also Blätter besser gesagt. Für den Spruch habe ich einen Teil mit Pappe erhöht. Das ist der linke Teil und der rechte Teil, der klebt dann auf der Stanze. Das habe ich dann so gelassen. Auch wieder so ein bisschen Gewicht drauf und einfach ruhen lassen. Ich habe zwischendurch auch andere Sachen gemacht, habe dann gekocht und gegessen und keine Ahnung was. Deswegen, auch wenn das Video jetzt am Stück abgespielt ist, das Drehen des Videos hat mich fast einen ganzen Tag gedauert oder fast einen ganzen Tag gekostet. Das Basteln an sich ist ja so eine Sache. Ich meine, man kann das ja nicht in Stunden fassen. Ich mache da ein bisschen und ja, irgendwann ist man fertig und dann ist es trotzdem schon Abend. Das Ganze wird jetzt auch wieder mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt. Zuerst auf die Stanze vom Action, also die Stanze mit dem Briefmarkenrand. Das Ganze wird halt am Rand verteilt und die Reststücke verteile ich in der Mitte. Gucken, dass das Ganze auch so ein bisschen hält. Irgendwie war mir das noch nicht ganz voll genug oder noch ein bisschen nackig. Ich habe dann gedacht, ich müsste noch ein bisschen Wellpappe mit reinbringen, weil bis auf den Liegestempel ist also die Wellpappe nicht vertreten. Hier ziehe ich die Trägerfolie ab. Die ist auch ein Fall für sich. Die lädt sich statisch auf und klebt an euren Fingern. Hier das gleiche wie vorher. Einfach mit Flüssigkleber drüber gehen. Dann habe ich ein bisschen Zeit, um das Ganze aufzukleben. Falls ich beim ersten Ansetzen tatsächlich nicht die Mitte treffe, passiert ja durchaus auch mal. Immer sozusagen immer vorsichtig aufdrücken. Erst wenn ihr sicher seid, dass das alles so hundertprozentig ist. Meine Flasche war schon, ich glaube, halb leer. Ich hatte Schwierigkeiten, also den Kleber da rauszudrücken. So, andrücken. Natürlich wieder mit Gewichten arbeiten. Hier ist der Kartenrohling. Diesmal mache ich es halt andersrum. Ich mache den Kleber erst auf den Kartenrohling, da dieser ja kleiner ist als mein Aufleger. Und so kann ich vermeiden, dass der Kleber halt rausguckt. Ich kann nur da kleben, wo es halt nötig ist. Auch hier wieder am Rand entlang. Wie gesagt, ich habe mich bewusst dazu entschieden, den Kartenrohling selbst kürzer oder kleiner zu halten als die Stanze, damit man halt einen sauberen Rand hat. Und ich glaube, bis auf uns Bastler wird das keiner merken, dass das so ein bisschen anders ist als eine normale Karte. Also auch wieder mit Flüssigkleber oben drauf, damit ich halt etwas Zeit habe und im Nachhinein klebt es halt auch, muss ich sagen, zuverlässiger. Also zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht und ja, Flüssigkleber war am Anfang auch nicht mein Freund. Inzwischen muss ich sagen, habe ich mich echt damit abgefunden und finde es eigentlich sehr, sehr gut. Also der klebt klasse. Hier natürlich immer gucken, dass die Klappkarte auch richtig rumgeklebt ist. Auch da haben wir schon einige Fehler hinter uns. Bei der Deko habe ich mich diesmal relativ zurückgehalten. Ich habe tatsächlich nur ein paar Halbperlen gesetzt und ein Herz. Die großen Halbperlen und das Herz sind von Action. Und die kleinen Halbperlen habe ich von AliExpress. Da setze ich auch wieder mit dem Tiki Glue kleine Punkte und setze meine Halbperlen oben drauf. Egal, ob sie halt mit Kleber sind oder ohne. Bei meinen Transparentpapierresten ist mir so ein Stück geprägtes Papier aufgefallen und dann habe ich mir gedacht, das passt jetzt eigentlich auch ganz gut zu diesem ganzen weihnachtlichen Design.
Habe dann hier ein Stück abgerissen, ein Stück weggeschnitten und verteile hier das Ganze um das Motiv herum. Teilweise knicke ich auch noch die Kanten um. Das gibt halt dem Ganzen so ein bisschen, ja, Wiederholung und auch ein bisschen mehr Ebene. Also ich persönlich mag das ganz gerne, wenn es ein bisschen mehr Schichten hat. Es ist natürlich jetzt ein bisschen Rumgefrimmel, weil hätte man es vorher gehabt, hätte man es leichter kleben können, aber es funktioniert auch so. Jetzt sind wir eigentlich mit der Karte durch. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Koloration. Falls euch also das nicht interessiert, könnt ihr hier tatsächlich auch schon ausmachen. Da passiert nicht mehr viel. Ich koloriere jetzt mit den Distress Reinkern, mit Wassertankpinseln und habe halt mit einem T-Lineal meinen Horizont ungefähr ausgemessen. Dadurch, dass das Motiv ein bisschen schräg aufgeklebt ist, ist es halt schwierig, da die Mitte zu finden oder halt eine gerade Linie zu ziehen. Ich habe mich tatsächlich diesmal beim Kolorieren echt schwer getan. Ich weiß nicht, woran es lag. Es hat erstmal Ewigkeiten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass mein Wassertankpinsel leer ist. Und Distress Reinker ohne Wasser aufzutragen ist echt sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Und ja, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub gehabt. Ich habe zwar weiterhin gebastelt, aber nicht viel koloriert. Und irgendwie diese 2, 3 Wochen, die ich halt so ein bisschen Abstinenz hatte vom Kolorieren, ja, die haben sich halt tatsächlich hierbei schon gezeigt. Für die Laterne, für das Licht habe ich einen Gelbton gewählt, habe dann das Innere der Laterne schon ein bisschen eingefärbt und habe dann überlegt, wo das Licht ungefähr sitzen könnte oder auf der Kleidung reflektieren könnte und habe dann auch schon leicht mit Gelb das Ganze angedeutet. Und dann geht es halt mit dem Hintergrund weiter. Also normalerweise wäre ich auch beim Kolorieren schneller. Aber wie gesagt, ich habe mich echt schwer getan. Ich muss auch sagen, am Anfang sieht das noch sehr, sehr fleckig aus. Wenn man das Motiv aber dann später sieht, ist das gar nicht so schlimm. Es ist einfach auch eine Herausforderung an sich mit dem Papier. Karteikarte eignet sich halt für diese Technik nicht besonders gut. Ich koloriere tatsächlich am liebsten auf Aquarellpapier, aber da ich diesmal ein Digi-Stempel habe, muss ich halt mit dem Kompromiss leben. Ja, ich habe noch einige Papiere neu. Die wollte ich halt auch antesten, ob die dann sich besser verhalten. Aber das kommt dann irgendwann später. Hier war halt die Karte schon soweit fertig und da muss man sich halt, sage ich mal, durchquälen, auch wenn einem die Koloration in dem Moment einfach nur, ja, schwer fällt. Ich hatte hier auch bei dieser Karte 2 Fehlerchen vorher gehabt und auch beim Kolorieren hatte ich einen kleinen Fehler. Wenn man das persönlich nicht direkt weiß, wird das wahrscheinlich gar nicht so stark auffallen. Ich weiß es, deswegen stört es mich so ein bisschen. Aber ich versuche halt trotzdem das Ganze ja zum Schluss zu bringen und das Ganze fertig zu machen. Und kleine Fehlerchen kann man da noch ein bisschen ausbügeln und austesten oder ein bisschen verschleiern, sage ich mal, indem man was drüber klebt oder drüber malt. Ne? Das funktioniert schon. Für die Koloration des Kleides, des Mantels und der Laterne habe ich mich für so ein Türkisblau entschieden. Das passte halt sehr schön zu den Designpapieren, die ich benutzt habe. Und habe dann erstmal das Ganze, ich sag mal, leicht angefangen anzudeuten. Ihr wisst ja, ich setze sehr viel auf Licht und Schatten. Das heißt, das, wo ich denke, dass dahin Licht fällt, bleibt bei mir weiß. Und da, wo ich denke, dass Schatten sitzen sollte, verstärke ich das Ganze. Erstmal, indem ich in den Ton etwas kräftiger wähle und später, indem ich dann das Ganze mit Grau und Schwarz noch schattiere. Wenn man bedenkt, dass das alles noch so viel, viel, viel schneller abläuft, als ich eigentlich koloriert habe,
muss ich echt sagen, ja, das war ein Fall für sich. Übrigens, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wer noch nicht abonniert hat, kann gerne das auch noch, also meinen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen und mich auch weiterbringen. Anhand der Daumen nach oben sehe ich halt, welcher Inhalt euch gefällt. Ich versuche, sofern es meine Zeit zulässt, halt das, was ich gerade bastle, auch mitzufilmen. Das klappt halt nicht immer. Manchmal habe ich auch keine Lust, am Schreibtisch zu basteln und bastle halt vom Fernseher. Da kann ich halt nicht filmen. Ich drehe auch Videos, sage ich mal, nach Bedarf. Das heißt, so wie ich Zeit habe und so wie es mir möglich ist, die ganzen auch zu schneiden. Ich habe nämlich auch irgendwie zwei Videos angefangen zu drehen und war dann aber irgendwie mittendrin, habe ich aufgehört und abgebrochen. Die Projekte sind also noch in Arbeit. Ob ich sie je fertig kriege, das ist ein anderer Hut, das weiß ich nicht. Ja. Hier habe ich angefangen mit Grau zu schattieren. Das heißt, die Bereiche, die bei mir in der Kleidung weiß bleiben, werden einfach mit Grau ein bisschen schattiert. Und das war es dann auch zu der Farbe weiß quasi. Das bleibt dann so. Da muss man nicht mehr viel kolorieren. Man kann es dann halt in dem Fall auch so belassen. Ich glaube, hier ungefähr habe ich dann den Wassertankpinsel auch tatsächlich schon befüllt gehabt, nachdem ich festgestellt habe, dass ich den leer hatte. Mit dem Schwarz habe ich hier meinen Horizont noch verstärkt. Der Hintergrund, ja, unten ist ja so ein bisschen wie Schnee. Da habe ich so ein paar Schneehügel angedeutet mit Grau. Hier habe ich auch schon ein bisschen mit Grau in der Kleidung schattiert. Da bin ich auch immer relativ zaghaft. Ich trage halt immer lieber ein bisschen mehr später auf und verstärke halt die Dunkelheit sozusagen. Und das passiert halt peu à peu. Das heißt, ich gehe nicht sofort mit dem dunkelsten Ton rein, sondern ich fange hell an und werde dann dunkler. Hier kann es sogar sein, dass es immer noch schwarz ist, womit ich dann hier schattiere. Ja, ich glaube, das ist schwarz. Ja, es ist immer schön, sich selbst beim Kolorieren zuzugucken, wenn man nicht weiß, was genau passiert. Ja. Wie gesagt, die Laterne wird auch im Türkiston gehalten, so wie die Kleidung. Ich mag einfach diesen einheitlichen oder farblich aufeinander abgestimmten Look oder Monochrom oder wie man das bezeichnen möchte. Man sieht auch so langsam, der Hintergrund trocknet aus und der Hintergrund ist nicht mehr so fleckig wie am Anfang. Also das ist auch der Vorteil von Dye-Inks. Die bügeln sich quasi selbst aus. Also die werden so ein bisschen anders nach dem Trocknen. Für die Haare habe ich mich für Braun entschieden. Ich habe mit einem Rostbraun angefangen und dann mit Vintage-Foto das Ganze ein bisschen verstärkt. Und den dunkelsten Braunton, den ich habe, das ist Walnuss, benutze ich dann für Schatten. Und selbst das ist mir teilweise noch nicht dunkel genug. Und da wird noch ein bisschen mit Schwarz nachgeholfen. Wie gesagt, immer übereinander schichten und ja, das funktioniert halt immer ganz gut. Die Augen habe ich auch blau eingefärbt, die Wangen so ein bisschen rosa. Und hier habe ich dann meinen Fehler gemacht. Dadurch, dass die Laterne von links kommt, müsste eigentlich der Schatten auf der rechten Seite des Gesichtes sein. Ja gut, das ist auch eine starke Lichtquelle, die wirft halt auch krasse Schatten eigentlich. Ich habe das Ganze dann einfach weiterlaufen lassen, habe dann gedacht, okay, das Motiv ist schon fast fertig, jetzt musst du damit leben. Beim nächsten Mal machst du es halt besser. Hier gehe ich wieder mit Schwarz und werde halt nach und nach etwas dunkler und setze mir halt kräftigere Schatten. Und dadurch entsteht halt so ein bisschen diese
Plastizität, diese Dreidimensionalität und diese Tiefe in dem Bild. Das heißt, da wo Licht ist, ist hell, da wo Schatten ist, ist dunkel. Hier gehe ich auch mit Schwarz in die Haare rein und färbe mir halt die Bereiche, wo ich denke, dass es am dunkelsten sein müsste. Man entwickelt das einfach mit der Zeit, dieses Gefühl, wo das sein sollte. Und man wird auch dann, ich sag mal, mutiger. Wer das halt sich nicht traut, der kann auch ruhig bei hell bleiben. Also sieht auch toll aus. Hier habe ich noch die Lippen und die Wangen nochmal rosa verstärkt. Und damit sind wir fast durch. Ich habe mit dem Nuvo Glimmer Shimmer Aqua Pen irgendwie so in der. Ich glaube, die Reihenfolge ist nicht ganz richtig, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das ist so ein ganz feiner Glitzer. Habe ich dann die Bereiche, die beleuchtet sind, eingefärbt. Und die Laternen habe ich mit dem neuen silbernen Glitzerstift von Action eingefärbt. Da ist der Glitzer halt auch nicht penetrant ins Auge, sondern sehr zurückhaltend. Aber ja, ich mag das. Ich finde das sehr schön und passt zum gesamten Bild. So, wir sind für heute durch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.